So, die Ansatzgrundsätze der Bilanz legen die Prinzipien fest, nach denen Sachverhalte in die Bilanz aufgenommen werden sollen. Dazu zählen die folgenden vier Grundsätze: einmal Bilanzidentität, dann die Vollständigkeit, das Verrechnungsverbot und die formelle Bilanzkontinuität. So, fangen wir einfach vorne an. Bilanzidentität, wofür steht das? Naja, die Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres ist formell und materiell identisch mit der Eröffnungsbilanz des darauffolgenden Geschäftsjahres. Also die Schlussbilanz von T-1 von letztem Jahr, also die Bilanz am Ende von letztem Jahr, wird 1:1 übernommen in die Eröffnungsbilanz des neuen Jahres. Ne? Dazwischen darf nichts passieren, auch keine gar keine Geschäftsvorfälle, denn die müssten ja in der Bilanz berücksichtigt sein. Das ist einfach nur, damit es immer weiter von Jahr zu Jahr die Bestände weitergetragen werden können. So, das Prinzip der Vollständigkeit. Sämtliche dem Unternehmen zuzurechnenden Vermögensgegenstände und Kapitalbeträge sind in der Bilanz auszuweisen. Heißt nur, alles, was mit dem Unternehmen zu tun hat, dem Unternehmen gehört an Vermögensgegenständen, muss auch in der Bilanz stehen. Macht Sinn. Aber bei den Vermögensgegenständen kommt es dabei nicht auf das juristische Eigentum an, sondern auf die wirtschaftliche Zugehörigkeit. Drittens, das Verrechnungsverbot bedeutet, dass Aktiv- und Passivposten, insbesondere Forderungen und Verbindlichkeiten, nicht saldiert werden dürfen. Einfach nur, man darf Schulden und Forderungen nicht einfach gegeneinander verrechnen und aufschreiben, sondern man muss alles getrennt aufschreiben, damit ganz klar ist, wie hoch Forderungen sind, wie hoch Verbindlichkeiten sind. Viertens, formelle Bilanzkontinuität bedeutet, die gewählte Bilanzgliederung wird beibehalten. Und auf diese Weise wird nämlich die Vergleichbarkeit über einen Zeitabschnitt hinweg ermöglicht. Will heißen, wenn ein Unternehmen sich irgendwann in einem Zeitpunkt entscheidet für eine bestimmte Form der Bilanz, sollte es diese Form auch immer beibehalten.